Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Leica Geosystems, Bühler und Bauwerk Parkett. Von 52 Studierendenteams aus der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2018 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung von der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während rund 6 Monaten haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Das Team vom Projektleiter Christian Benger befasst sich mit Managerlöhnen. Im Auftrag von der Militzer und Münch International Holding AG gestaltet sie das Bonussystem für Geschäftsführer. Unser Auftrag war das bestehende Bonussystem von Militzer und Münch, das für 18 Managing Director in 15 verschiedenen Ländern gültig ist, zuerst mal zu analysieren und dann gegebenenfalls zu überarbeiten. Militzer und Münch ist ein international tätiger Speditions- und Logistikkonzern mit Sitz in St. Gallen. Das Unternehmen hat weltweit 100 Niederlassungen und beschäftigt über 2'000 Mitarbeitende. Wir wollten vom jetzigen Bonussystem, das rein auf Finanzkennzahlen abstützt, ein Bonussystem einführen, das viel breiter abgestützt ist und nicht nur finanzielle Kennzahlen zugrunde nimmt. Nicht nur der Kunde ist international aufgestellt, sondern auch das Praxisprojektteam von Christian Benger. 3 Austauschstudierende ergänzen sein Team. 1 aus Chile und 2 aus Portugal. Im Ganzen investieren sie 800 Arbeitsstunden in ihre Managementkonzeption. Um unser Ziel zu erreichen, haben wir zuerst das bestehende Bonussystem verstehen. Das haben wir können, indem wir Gespräche mit der kundenseitigen Projektleitung geführt haben. Dann anschliessend haben wir herausfinden, was motiviert die 18 Managing Directors in diesen 15 verschiedenen Ländern. Das haben wir können erreichen, indem wir verschiedene Experten, total 45, interviewt haben und so herausgefunden haben, was motiviert Personen in diesen Ländern, um täglich Höchstleistung zu erbringen. Die Studierenden waren super motiviert, extrem offen uns gegenüber, haben Fragen gestellt, sind auch sehr auf Augenhöhe gegenüber unseren Geschäftsführern im Ausland auftreten. Und wir sind der Meinung, das war wirklich Teil von dem Erfolg, den schlussendlich das Projekt hatte. Das Resultat der Arbeit ist ein Bonussystem, das sich auf 3 Pfeiler abstützt. Der erste Pfeiler berücksichtigt eigentlich das finanzielle Ergebnis der Geschäftsstelle, die der Managing Director führt. Der zweite Pfeiler berücksichtigt 1 bis 3 individuelle Ziele des Managing Director, die vorher mit dem CEO vereinbart worden sind. Und der letzte Pfeiler fördert die Kooperation im Militär Münch eigentlich fördern. Das Studierendenteam hat eine außerordentliche Arbeit geleistet. Sie haben sich akribisch vorbereitet, vor allem für die Interviews mit den Länderchefs in 15 verschiedenen Ländern. Sie haben diesen Interviewpartner auf Augenhöhe können begegnen, haben dadurch gehaltvolle Antworten bekommen, die super analysiert und in einem ausgezeichneten Konzept wiedergegeben. In nur 6 Monaten hat das Praxisprojekt ein neues Bonussystem kreiert, das der Kunde 1:1 umsetzen kann. Wir werden das Bonussystem in Zukunft umsetzen. Es ist vor allem auch sehr gut, weil es eigentlich bereits pfannenfertig vorliegt. Und von dem her ist es bei uns bereit zum Rollout, wenn immer mehr die Ressourcen haben, um das auch auszulaufen. Nach einem zufriedenen Kunden ist die Nomination zum WTT Young Leader Award noch das Tüpfchen auf dem I. Dass wir für den Award jetzt schlussendlich sogar nominiert sind, ist für uns eine riesige Sensation. Wir sind mega glücklich darüber und sind total gespannt, was jetzt das Resultat schlussendlich an der Nomination Night ist. Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2018? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Solenthaler Recycling, Abraxas Informatik, Leader Unternehmer Magazin und Scandula, Light Audio Media.